Hallo zusammen, ich bin Joel, bin 23 Jahre alt und wohne in der Schweiz. Diesen Sommer habe ich das Coaching von Nadine absolviert und möchte euch jetzt gerne erzählen, wie es mir dabei ergangen ist, wie es mir vorher ging und auch wie heute so mein Leben aussieht. So, wie ging es mir vor dem Coaching? Mir ging es mittelmäßig bis schlecht. Ich hatte gerade eine Trennung so halbwegs überwunden. Und ja, ich war nicht wirklich mega glücklich. Das ist oft so ein ungutes, antriebsloses und auch erschöpftes Gefühl mitgeschwungen. Und ja, so hat das Leben einfach keinen Spaß gemacht. Es war so ein Auf und Ab. So, mein Wissen über das Gesetz der Anziehung habe ich mir eigentlich dieses Jahr hauptsächlich aufgebaut. Ich hatte anfangs Jahr davon gehört, hatte The Secret geschaut und auch mit einem Vision Board gemacht, was mir aber jedoch nicht wirklich weitergeholfen hat. Und dann hat mir YouTube jedoch den Kanal von Nadine vorgeschlagen. Und da ging es eigentlich so los, da hatte ich dann wirklich jedes Video beinahe geschaut und habe dann auch so mein Wissen aufgebaut, weil vorher, wie soll ich sagen, ich hatte jetzt nicht drei Bücher über das Gesetz der Anziehung oder so gelesen, was eigentlich bei vielen der Fall ist. Ich hatte wirklich mir tatsächlich in diesem Jahr eigentlich das ganze Wissen aufgebaut. Und ja, dann waren irgendwann Sommerferien. Und ja, dann hatte ich ein Newsletter bekommen von Nadine, in dem sie gesagt hat, dass sie noch freie Plätze für ihr Coaching-Programm hatte. Habe ich mit ihr telefoniert und hatte zuerst Zweifel und dachte mir, ist das wirklich das Richtige für mich? Funktioniert das auch bei mir? So. Und ja, aber dann hatte ich ein Gefühl so, nein, ich muss es jetzt machen. Das ist der richtige Weg für mich. Und habe dann ein paar Tage später tatsächlich angefangen und bereue es keine Sekunde, dass ich das gemacht habe. Mir geht es jetzt viel besser, muss ich sagen. Und es ist, ich finde es wirklich erstaunlich, dass man in 6 bis 8 Wochen doch so einen rasanten Anstieg der Schwingung erkennen kann. Also ich sehe mich auch überhaupt nicht mehr in dieser Opferrolle, so als Opfer der Umstände. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Erschaffermodus, wenn das Sinn macht. Und einfach schwingungstechnisch auf einem ganz anderen Level. Es hat sich natürlich auch in meinem Leben niedergeschlagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, die vorher so ein bisschen harzig war. Also es waren so ein 2-Tage-Job pro Woche. Und pro Woche habe ich einfach so zweimal gearbeitet. Es war aber ein bisschen harzig, die Projekte waren langweilig oft und ja, die Harmonie war auch nicht unbedingt immer gegeben. Und das hat sich jetzt einfach wirklich um 180 Grad gewendet. Ich bin mega glücklich, wenn ich da bin. Es macht mir total Spaß. Und auch allgemein kommen die Leute ganz anders auf mich zu. Ich hatte eine Flyer-Aktion am Freitag und da habe ich aber wieder gemerkt, die Leute kommen einfach anders auf mich zu. Ich habe tolle Gespräche und ich fühle mich einfach viel wohler auch. Und ich habe auch so eine Sicherheit bekommen. Ich nehme die Realität anders wahr. Wenn mal was Negatives passiert, ist es nicht so, oh mein Gott, ist es negativ. Ich sehe es eher als Chance und bin auch dankbar dafür, dass ich dieses Feedback habe, weil dann sehe ich auch, was sind die Baustellen und wo kann ich noch dran arbeiten auch? Was kann ich daraus ziehen? Ich spüre mich auch besser und kann mich danach fragen, wie fühle ich mich gerade? Wieso fühle ich mich gerade? Und was kann ich jetzt in diesem Moment damit machen? Welche Wünsche haben sich bis jetzt manifestiert? Ich glaube, mein Lieblingswunsch ist tatsächlich eine Kommode, die ich manifestiert habe. Das ist eine 70er-Jahre-Vintage-Kommode. So eine ganz spezielle, die ich schon seit circa 3 Jahren suche. Aber ich habe es jetzt wirklich dieses Jahr aufgegeben, weil ich es einfach, die sind einfach so teuer, auch wenn man die jetzt nicht gebraucht kaufen würde. Und habe sie dann aber in Woche 3 oder 4 war das für 150 Franken mal anders bekommen. Und das ist wirklich unglaublich. Ich freue mich so über diese Kommode. Auch jetzt, wenn ich sie mir noch anschaue, die ist wirklich einfach perfekt und allgemein stehe ich so auf Vintage-Objekte.
gehe deshalb oft auf Flohmärkte und da ist es ja in Anführungszeichen oft Glückssache, finde ich das, was ich brauche, was ich möchte. Und jetzt habe ich wirklich viele Sachen gefunden und auch jetzt, weil ich sie schon habe, sehe ich weitere Objekte davon. Das ist wirklich lustig. Und allgemein, ich glaube, das hängt auch sehr damit zusammen, Entschuldigung, mit EFT, was wir natürlich sehr im Coaching behandelt haben. Und ich glaube, ein großes Learning waren auch die Glaubenssätze, dass eigentlich jeder eine eigene Realität hat, die auf den eigenen Glaubenssätzen basiert. Und das ist natürlich super, wenn man dann die Glaubenssätze modellieren kann, was mit EFT super geht. Und da hatten wir natürlich noch auch andere Tools, die das dafür super sind. Und viele Tools sind auch sehr einfach, wenn man dann mal herausgefunden hat, wie man die am besten für sich anwendet, wann man die anwendet und vor allem, ja, wie man die einfach für sich am besten ausklügelt, dann ist das unfassbar mächtig. Und ich denke eigentlich, jeder oder jeder, der auf die Welt kommt, sollte einfach so eine Goodie-Bag mit diesen Tools bekommen. Wenn ich die schon früher gehabt hätte, hätte mir das einiges in meinem Leben erleichtert. Aber ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich die jetzt so in meinem Leben habe. Weil es hätte auch können sein, dass ich sie erst in 10 Jahren bekomme. Aber ich bin einfach froh, dass ich diese Tools jetzt an der Hand habe. Und ich habe auch sehr von den Gruppensitzungen profitiert, weil das ist natürlich auch immer spannend. Was sind Themen bei anderen? Ist das auch ein Thema bei mir? Da lernt man auch noch mal recht viel über sich selber. Und was ich sehr geschätzt habe, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass Nadine sehr logisch ist. Die Tools haben alle Anleitungen. Es macht einem einfach ins Tun zu kommen. Es ist nicht so, wie es oft leider ist, dass man etwas liest und dann denkt so, oh wow, es klingt mega toll. Es fühlt sich mega gut an, aber ich kann einfach nicht ich weiß einfach nicht, wie ich das anwenden soll. Und das hat man bei Nadine überhaupt nicht. Das ist alles sehr praxisorientiert und das schätze ich sehr. Sie ist auch ein sehr logischer Mensch wie ich und ich fühle mich einfach sehr abgeholt auch von ihr. Und sie hört zu, gibt einem Tipps und auch wenn mal was nicht funktionieren sollte, dann kann man einfach ehrlich sagen, ja, da hakt es bei mir. Und dann hat sie auch immer wieder Inputs und mit diesen Inputs kann man das dann super lösen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, Nadine. Was hat mir gefehlt vor dem Coaching, wenn ich da zurückdenke? Ich glaube, das war vor allem auch eine Konstante, die gefehlt hat. Ich glaube, wenn man sich dazu verpflichtet, ein Coaching zu machen, da auch Geld bezahlt, möchte man das natürlich gut machen. Da entwickeln sich Gewohnheiten. Es entwickeln sich positive Gewohnheiten, man kommt in eine höhere Schwingung und ja, das ist sehr förderlich. Und natürlich das Wissen hätte mir gefehlt, bis ich das mal selbst mir zusammengebracht hätte, keine Ahnung. Das hätte natürlich viel, viel länger gebraucht und ja, deswegen war es auch eigentlich keine Lösung für mich, das Coaching eigentlich zu machen. Ich war da an einem Punkt, wo ich dachte, so ja, ich muss das jetzt machen, das war so ein Gefühl. Wie unterscheidet sich das Coaching von anderen Coachings, Programmen, Seminaren etc.? Ich habe da nicht sehr viel Erfahrung mit anderen Sachen, aber ich kann einfach sagen, dass das Coaching sehr logisch und systematisch aufgebaut ist. Es hat sehr viele Anleitungen, man fühlt sich, also ich habe mich komplett abgeholt gefühlt, ich habe mich sicher gefühlt, ich habe mich begleitet gefühlt. Und also war jetzt auch nicht irgendwie mega esoterisch oder spirituell. Also wenn man kein großer Freund, keine große Freundin von dem ist, fühlt man sich trotzdem sehr aufgehoben. Und ja, man weiß, was zu tun ist, was sind die Next Steps. Es sind auch nicht irgendwie überflüssige Inhalte. Die Techniken sind einfach erklärt. Und ja, wenn man das für sich ausgeklügelt hat, diese Techniken, ist es unbezahlbar. Wie fühle ich mich, wenn ich an meine Zukunft denke? Ich fühle mich super und mir fällt auch gleich ein Satz ein, den Nadine gesagt hat, der ich sehr wahr finde. Wenn man für ein Jahr jeden Morgen
ein Kilogramm Eiscreme isst, wird sich das natürlich nach diesem Jahr in der eigenen Realität niederschlagen. Und das gleiche passiert mit der Schwingungsarbeit, wenn ich die jetzt genauso weiterführe für ein Jahr, jeden Tag, wird sich das natürlich auch nochmal in meine Realität niederschlagen. Und ja, ich habe da eine unheimliche Vorfreude und bin gespannt, was sich da noch alles ergeben wird. Was denke ich, wie können andere Menschen vom Coaching profitieren? Ich glaube, neben der Wunscherfüllung hat das Coaching sehr viele positive Nebensymptome sozusagen. Also man fühlt sich natürlich viel besser, man erlebt ein Schwingungshoch, diese Auf- und Abs werden weniger, man lernt sich besser zu spüren. Die Tools natürlich, muss man auch nochmal sagen, die sind super. Und ja, die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Was verpasst man dann, wenn man das Coaching nicht macht? Ich glaube, dir ist es wichtig zu sagen, dass es wirklich schwierig ist, dieses Wissen sich alleine anzueignen und diese Konstante dann auch beizubehalten. Also wirklich das auch konstant zu machen, Schwingungsarbeit zu verrichten. Man hat natürlich dann keinen Austausch zu anderen wahrscheinlich und kann da auch nicht vom Wissen und den Erkenntnissen von anderen profitieren. Und ja, also die hohe Schwingung von den anderen reißt einen manchmal auch mit und das ist natürlich auch super, oder? Es macht natürlich auch Spaß. Und ja, es wird wahrscheinlich schwieriger sein, so das Schwingungslevel dann so konstant zu erhöhen. Und ja, die Tools sind einfach und wenn man die dann richtig für sich ausgeklügelt hat und dann auch noch Erfahrung von den anderen bekommt, dann wird das immer so mehr so ein A Way of Life, kann man auch sagen. Und ja, das ist natürlich super. Meine Worte zum Schluss, da will ich eigentlich Danke sagen, Nadine. Danke, Nadine. Ich bin wirklich so froh, dass ich auf dich gestoßen bin und dann schlussendlich auch das Coaching gemacht habe. Und ja, ohne das Coaching wäre ich hundertprozentig an einem ganz anderen Ort und ich bereue die Entscheidung keine Sekunde. Ich lege es euch auch ans Herz. Es macht Spaß und es tut so gut, in die eigene Kraft zu kommen, Altes loszulassen. Schaut euch vielleicht noch andere Testimonials an. Ich habe das auch gemacht. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich empfehle es euch sehr, das Coaching zu machen. Ich habe die Entscheidung keine Sekunde bereut.